Hallo alle zusammen und herzlich willkommen im heutigen Video. Das heutige Video wird besonders spannend, denn ich habe richtig viel vor. Zum einen, der Weihnachtsbaum steht übrigens schon. Ich wollte gerade sagen, wir bauen den Weihnachtsbaum auf. Nein, er steht schon. Vielleicht werden wir ihn dekorieren. Mal schauen. Ansonsten werden wir das Auto startklar machen für den Winter. Reifen sind schon gewechselt. Ich hoffe so, ich kann dieses Regal endlich fertig bauen. Ja. Ich werde die Schlafbank, die ich hier gebaut habe, umtauschen gegen eine Zweiersitzbank, dass ich im Winter, wenn wir zum Beispiel Snowboarden fahren, da eine Sitzbank drin habe, denn schlafen bei minus 20 Grad im Auto werde ich hier höchstwahrscheinlich nicht. Aber eventuell nehmen wir mal Freunde mit, deswegen, oder Familie. Deswegen tauschen wir das gegen eine Zweiersitzbank aus. Die Schienen sind ja schon eingebaut. Und ja, ich bin schon total gespannt, wie es am Ende aussieht mit der Sitzbank. Ich glaube, das wird nochmal eine sehr, sehr coole, was heißt Veränderung. Im Winter ist die Sitzbank geplant und im Sommer ist dann hier die Schlafbank da. Ja, wie auch immer, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich werde euch später auch noch zeigen, was es mit dieser Säge hier auf sich hat, die ich im Auto habe. Da werde ich nämlich meine Weihnachtsdekoration fürs Auto zurechtsägen. Ja, was genau damit gemeint ist, werdet ihr später sehen. Ich bin schon gespannt, was ihr sagt. Und wir gehen jetzt erstmal eine Runde spazieren. Milka, Toffi, hey, bin ich die Einzige, die hier so super motiviert ist? Mädels, los geht's! Oh, okay. Ja, dann gehe ich immer alleine spazieren, kein Problem. Nein, Spaß beiseite, wir gehen jetzt, sobald ich aufstehe, sind die Mädels eh motiviert. Und ich wünsche euch viel Spaß beim heutigen Video. So, da fährt gerade jemand mit dem Trecker vorbei. Hallo. Deswegen warten wir noch mal kurz, habt ihr da wahrscheinlich gesehen. Hier seht ihr ja noch mal diesen Boden, der kommt auch raus. Es sieht so furchtbar aus, der hat sich in der Wärme, hat er sich noch kleiner gezogen. Und es ist einfach so hässlich. Es downgradet mein wunderschönes Auto, deswegen, der kommt auf jeden Fall auch raus. Okay, lauft in den Wald bitte. Hallo. So, los geht's. Ja, lauf, Hoppi. So, wie das so ist, der Weihnachtsbaum passt mal wieder nicht in den Ständer rein und muss jetzt hier erstmal zurechtgesägt werden. Oh Mann. Funktioniert ja super. Ach Mann. Ich brauche eine winzig kleine Fläche, Auflagefläche zum Sägen. So eine winzig kleine Werkbank. Hat jemand sowas? Von Playmobil? Ah, geht schon. Gar kein Problem. Oh Mann. So, fertig. Großartig, oder? Ich meine... Wow. So, ich wollte euch jetzt hier gerade nochmal das Nachherergebnis zeigen. Diesen schlecht gemachten Holzboden. Oh mein Gott, ist das dreckig von den Hunden. Muss ich erstmal abwischen. Mann, den selbstgemachten Holz, also dieses Linoleum, das haben wir rausgemacht. Sieht auch schon wieder direkt viel ordentlicher aus. Dann haben wir hier eine Zweiersitzbank drin, weil Milka und Toffi da gerne mal drauf springen. Habe ich da gerade eine Decke drüber gemacht. Also das ist sonst so eine Zweiersitzbank aus dem VW. Quatsch, ja doch, aus dem California, also eine Schlafsitzbank, bedeutet so viel, hier unten ist eine Schublade, man kann die halt auf der ganzen Länge verschieben, wo man sie gerade haben möchte. Und ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist schon so ein bisschen nach hinten geklappt, die ist so bequem und man kann die auch so flach klappen, dann kann man da theoretisch auch drauf schlafen. Und hier drüben ist das Regal, aber ein Brett fehlt immer noch und so Verblendung, dass die Sachen nicht rausfallen auch, aber immerhin... Es ist so krass, wenn man hier sitzt. Guckt euch das mal an. Also das ist schon sehr cool, muss ich sagen. Es ist halt richtig gemütlich. Und man hat voll viel Platz. Hier müssen wir nochmal gucken, ob wir hier nicht die Box hinstellen von Milka und Toffi. Die bleiben zwar in dem Körbchen liegen, aber trotzdem. Naja. Und ja, man hat halt trotzdem hinten richtig viel Platz. Also hier ist eine riesengroße Staufläche. Meine Inliner drin, die Jackery ist da drunter. Ja. Super cool. Und hier gibt es natürlich noch Kopfstützen, falls ihr euch das fragt. Die kann man halt hochklappen, wenn hier jemand sitzt und die Gurte sind jeweils da. Aber ich muss sagen, ich bin total happy. Die Sitzbank ist so cool.
Bevor es losgeht, wollte ich euch gerade noch mal meine neueste Errungenschaft zeigen. Und zwar sind das die Periodenhöschen von der Firma Snugs. Wie ich darauf gekommen bin, beziehungsweise überhaupt erstmal vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu Periodenunterwäsche. Da bin ich nämlich drauf gekommen, weil ich es super praktisch finde. Man weiß ja nie genau, wann die Periode genau losgeht. Und wenn man dann beispielsweise gerade draußen unterwegs ist, Snowboarden ist, Wandern ist oder irgendwo beim Campen, wo man nicht gerade greifbar seine Hygieneprodukte mit hat, finde ich es total praktisch, da vorsorgehalber an diesen Tagen Periodenunterwäsche zu tragen. So, und die Periodenunterwäsche von Snugs, die ist so hauchdünn, die trägt sich wirklich wie normale Unterwäsche. Ich zeige euch das gerade mal. Ich zeige euch jetzt hier mal den Bikini-Slip. Vielleicht erstmal zum Stoff. Also ihr seht hier oben, das ist so dünn, das trägt sich wirklich wie normale Unterwäsche. Lediglich der mittlere Teil ist verstärkt. Das sind drei verschiedene Membranen. Die obere transportiert die Feuchtigkeit in die mittlere, dort wird sie gespeichert. Oben, die bleibt dann quasi trocken und ganz unten ist nochmal eine Schicht, die ja die Feuchtigkeit nicht durchlässt. Also da könnt ihr euch sicher sein, dass da nichts passiert. Man kann die Unterwäsche natürlich auch die ganze Periode tragen. Es gibt verschiedene Saugstärken. Das hier ist jetzt die Light-Version, also die kann am wenigsten Flüssigkeit aufnehmen. Dann gibt es hier nochmal eine Medium-Version. Es gibt aber auch auf der Homepage von Snugs Hosen, die wirklich eine sehr hohe Saugfähigkeit haben. Je nach Periodenstärke und ja, Schnittform, wie man sie mag. Da gibt es eine große Auswahl und es lohnt sich da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ich habe jetzt hier mein Körbchen gepackt, habe Weihnachtskugeln mit, weil ich noch ein bisschen Deko kaufen wollte. Meine Puscheltasche aus Skandinavien und das Körbchen, das packe ich gleich ins Auto. Und dann geht es los. Milky muss nochmal auftauchen. Milka? Schaut mal, so sieht der Weihnachtsbaum gerade aus. Ich finde fast, da hängen ein paar zu viele weiße Kugeln drin. Das Haus habe ich gestern noch gekauft. Ich zeige euch gleich mal. Es war in einem Dreier-Set, da oben hängt noch eins. Ich zeige euch gleich, wo das dritte ist. Aber irgendwas fehlt da noch. Ihr hattet mir bei Instagram schon geschrieben, Pampagras. Deswegen habe ich diese kleinen Puscheln hier reingehängt. Aber irgendwas, irgendwas fehlt trotzdem immer noch. Und dann geht's los, Milky. Aufstehen, na los! Jetzt hatte ich gerade noch einen Call und ihr musstet wieder warten. Jetzt geht's aber los, Milky. Ja? Oh. Na komm. Süße. Es gibt so coole Zweige. Aber die sind so teuer und ich frage mich, ob man das nicht einfach sammeln kann und selber ansprühen. Ist das nicht möglich? Ich meine, so Tannenzapfen liegen ja eigentlich im Wald rum, wenn man mal ehrlich ist, ne? So, wir sind jetzt bereit, unsere Mittagsrunde zu gehen. Es ist Samstagmittag inzwischen. Ja, Mittag ist gut, 1 Uhr haben wir. Und ich saß bis gerade am Computer, denn die ganzen letzten Tage oder die letzte Woche habe ich das Rudelherz-Logo nochmal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, bearbeitet. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, was heißt zu viel zu verraten? So Quatsch. Die, die mir bei Instagram folgen, wenn ihr das noch nicht tut, dann macht es mal, denn die wissen schon Bescheid. Da konntet ihr nämlich abstimmen, was euch gefällt. Und in diese Richtung ist es auch gegangen. Ich werde es hier einfach mal einblenden. Mit dem Herz, das ist ja so sehr eine weibliche Richtung und dieses Logo, das ist so ein bisschen auch mit dem Berg. Ich finde es sehr schön. Ich hoffe sehr, es gefällt euch genauso gut wie mir. Aber da saß ich halt jetzt dran die ganze letzte Woche, weil irgendwas findet man dann ja immer, was einem nicht gefällt und irgendwie man kann sich da ja so drin verlieren. Das war dann neben meiner ganzen restlichen Arbeit auch noch. Und jetzt habe ich es aber endlich beendet und freue mich riesig, wenn ich es dann auf den Hoodies sehe. Das nächste, was ich jetzt machen werde, ist es, eine Stickdatei in Auftrag zu geben, dass das Ganze quasi dann noch ganz sauber und ordentlich aufgestickt ist. Und ich freue mich total. Ich habe da nämlich so eine Idee. Ich habe so einen ähnlich wie diesen hier. Von Columbia ist der. Da habt ihr, ich glaube, in dem Lappland-Video habt ihr da total oft nachgefragt. Ich habe so einen Sherpa, eine Sherpa-Idee, wo ich das Rudelherz-Logo gerne drauf
sticken lassen würde. Und das schwirrt mir schon länger im Kopf rum. Außerdem Beanies wollte ich auch machen. Ja, es ist mal wieder natürlich ein bisschen spät, aber besser spät als nie. So, und deswegen gehen wir jetzt auch los. Da kommen gerade Leute mit ihren Hunden wieder. Deswegen warten wir noch mal kurz, bis die im Auto sind. Dann gehen wir los. Und ja, das Wetter ist wunderbar. Oh Gott, süßen Münsterländer. Ich zeige ihn euch mal gerade. Ich liebe Münsterländer so. Schaut mal. Oh Gott, ist der süß. Ist ein Junge. Doch so richtig, richtig Lust, ins Auto einzusteigen. Ach ja, sehr süß. Na, wo bleibt Milky? Da, wo ist Milka? Ja, ist okay, lauf. Lauf. Wir gehen jetzt hier unsere Runde durch den Wald. Ich werde gleich mal ein bisschen da an der Seite im Wald gucken. Aber ich glaube nicht. Ach doch, da oben hängen. Seht ihr das? Da hängen Tannenzapfen. Aber ich glaube, das sind jetzt nicht so schöne. Ich weiß es nicht. Oh, das Gelbe, da ist eine Lärche. Wir schauen mal. Also, okay, trinken meinetwegen, aber schwimmen, Milka. Und Toffi ist halt so, die würde da nicht reingehen. Oder beziehungsweise, die macht auch einen Bogen um Pfützen. Aber Milka ist... Ja, Schatz, toll. Milka ist genau das Gegenteil. Die läuft doch immer, wenn in den Gräben Matsche ist. Guckt ja, die rennt da voll durch. Leute. Was war das denn, Toffili? Milka, du Schweinchen. Na, komm. Was ist schön mit der Sonne. Nächste Woche soll es übrigens schneien. Und dann wird es winterlicher hoffentlich. So, ich sammle jetzt hier mal so ein paar, die schon aufgegangen sind. Toffi denkt, ich werfe sie ihr gleich. Die sind... Der ist noch so weit zu. Ich glaube, die, die trocken und offen sind. Die nehmen wir mit. Da sammeln wir mal ein paar von. Ich höre es nur, ich weiß genau, was Milka da macht. Ist das schön, Milk? Ups, habe ich dich gestört. Sorry. Mach weiter. Ist aber auch richtig schön hier. Muss man ja mal sagen. Ich habe hier gerade so einen Ast im Blick. Schaut euch das mal an. Da sind ganz viele Flechten dran und auch Lärchenzapfen. Der ist auch abgestorben, nur der hängt leider in so einer Höhe. Da bräuchten wir Kevin und der ist nicht da. Oh nein. Oder wir probieren mal ein Stück hoch zu klettern. Oh, ich will den haben. Oh Gott, das wäre richtig schön im Baum. Bleibt die ganze Kletterei umsonst. Oh Mann. Hast du das schon wieder aufgegessen? Oh Mann. Milka und Toffi haben nämlich gerade eine Kaustange bekommen. Die Lachsrindrouladen. Milka ist ja noch mit beschäftigt. Wow, Milka hat sogar richtig noch viel. Noch richtig viel so rum. Toffi, haben wir nicht gesagt, wir tragen keine Schuhe mehr rum? Naja. Ich habe mir gerade eine Zahlensuppe gemacht. Und noch ein paar Nudeln rein, weil ich so dachte, das sind viel zu wenig Nudeln. Und jetzt sind es fast nur noch Nudeln und keine Suppe mehr. Aber ja, die esse ich jetzt erstmal. Schaut mal, da draußen auf dem Wäscheständer, da liegt der dunkle Bezug für unser Sofa. Weil ich mir dachte, im Winter könnte das ganz gemütlich sein, wenn da wieder der dunkelgraue Bezug drauf ist. Ich bin gespannt. Und jetzt esse ich erstmal und dann... Toffi. Dann schauen wir mal mit dem Baum, wie wir den weiter dekorieren. Milky hat... Dein Ernst, Toffi.
Jetzt kam Toffee mit. Also irgendwas trägt Toffee immer. Und Milky ist vollkommen fertig. Süß. Die hat bestimmt eine Stunde, anderthalb Stunden auf der Kaustange gekaut. Und ich dachte irgendwann so, okay, nehme ich sie ihr weg. Aber das kam mir dann auch irgendwie gemein vor. Und jetzt ist sie einfach komplett fertig. Ich habe gerade, und super Toffee, richtig gut. Ich habe gerade unsere Snowboards aus dem Keller geholt. Wo geht's denn auf? Weil es morgen ja losgeht, da ist meins. Oh Mist, ich glaube, da ist noch das falsche Wachs drauf für warmes Wetter. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen. Gib mal her. Toffee aus. Das schöne Geschirr. Nein. Da hinten steht der Schuh. Hauptsache, den hat sie da auch einfach abgestellt. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich das hier noch gerade mal austausche. Ich glaube, das werde ich machen. Oh, bist du jetzt traurig? Du hast doch genug Sachen eigentlich. Oh, Mäuschen. Und da brennt der Baum übrigens. So sieht es wieder eigentlich ganz schön aus. Ich habe jetzt die ganzen Sachen, die ich gerade gesammelt habe, noch nicht reingemacht, weil ich gerade nochmal am Computer saß und eigentlich jetzt schon wieder fast müde werde, weil es 16 Uhr ist und auch Toffee. Jetzt geht es mir doch auf die Nerven. Also so langsam, weil sie immer irgendwas nimmt und trägt und meistens dann einfach um mich rumläuft, die ganze Zeit im Kreis. Mhm. Ja, ich weiß. Toll, Toffee. Naja, genau. Und ich werde gerade schon ein bisschen müde. Dabei wollten wir heute Abend eigentlich noch zu einem Krampus laufen. Nee. Aber ohne euch. Das werden jetzt wahrscheinlich alle aus Deutschland nicht kennen. Ich kann ja mal ein bisschen mitfilmen. Wenn wir denn da... Oh, süße. Süße Schatzmaus. Wenn wir denn da hingehen. Aber wir wollten es eigentlich schon die letzten Jahre machen. Und haben es nicht gemacht. Oder beziehungsweise die haben nicht stattgefunden. Deswegen werden wir es jetzt machen. Und jetzt mache ich mir erstmal was zu trinken. Ich habe so Durst. So, das sieht auf jeden Fall schon mal viel gemütlicher aus. Ich finde auch mit der weißen Grobstrickdecke, die passt da richtig gut drauf. Klar, der Wäscheständer stört jetzt noch dezent. Aber mit dem Baum ist das richtig schön. Und ich konnte nur den hinteren Teil umbeziehen, weil hier vorne noch drauf geschlafen wird. Mega. Schatz, bist du bereit? Mhm. 3, 2. Ich meine, das ist jetzt Ärger. Das geht ja noch vor. Echt? Ja. Das sind 3 Tannenbäume beleuchtet mit einer Lichterkette quer rüber und einem Haus. Na gut, das ist halt. Aber wie cool habe ich das gemacht, dass das Haus leuchtet? Ja, stimmt, aber fahrsicherheitstechnisch ist es ein bisschen. Meinst du, das stört den Gegenverkehr? Nee, dich, das blendet doch. Und echt? Na. Es haben nur einmal hatte ich es an, haben die Leute so geguckt, so, hä, was ist das denn? Nur ich finde, der Elch ist too much, oder? LKW-Fahrer haben das andere. Ja, deswegen, LKW-Fahrer haben da auch Dekoration drin. Aber der Elch ist, ich finde es richtig cool. Vielleicht fürs Auto ein bisschen ungelegen? Ja gut, dann, wenn man steht im Dunkeln, wo kann man es ja anmachen? Guck mal, diese Lichterkette da quer rüber. Das ist schon cool. Also mache ich es für dein Auto auch. Nein. Okay. Guten Morgen. Guten, schönen Sonntagmorgen. Wir, obwohl das Wetter hier richtig schön aussieht, haben uns dagegen entschieden, zum Kitzsteinhorn zu fahren. Es war ja eigentlich unser Plan, dass wir da heute die Snowboard-Saison starten. Allerdings bei uns ist schönes Wetter, aber Kitzsteinhorn ungefähr, wie lange fahren wir? 1,5 Stunden? 2 Stunden. Und ja, es ist nur bewölkt angesagt, es schneit und dafür die weite Fahrt. Und dann noch auf einem Gletscher, wo wir uns nicht auskennen, haben wir gedacht, da können wir die Saison an einem Tag beginnen, wo es, glaube ich, mehr Spaß macht, oder? Genau. Und außerdem haben wir noch super viel zu tun, super viel zu erledigen. Das werden wir heute machen. Nächstes Wochenende ist ja dann quasi fast mein Geburtstagswochenende. Oh. Und nimm mir das. Ja, genau. Und deswegen bereiten wir jetzt mal eher so ein bisschen vor und haben dann nächstes Wochenende mal ein Wochenende komplett frei, oder? Das ist richtig. Die ein oder andere Insta-Story, aber ansonsten
machen wir mal nichts, haben wir, oder hab ich mir vorgenommen. Und entspanne mich einfach und ne, genieße die Zeit. Und da wir nächste Woche auch Snowboarden fahren, verschieben wir es einfach auf nächste Woche. Ja, Kevin hat den Weihnachtsbaumschmuck, den ich gesammelt habe, übrigens noch nicht gesehen. Den zeige ich dir gleich mal. Er ist richtig schön, so Flechten und sowas. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier unsere Runde weiter, ne? Milky, die haben natürlich schon Hunger. Wollt ihr Futti auch gleich, ne?